So, maximale LP ist schon bei 85, das ist gut. Hey, hey. Du. Du musst nicht um den heißen Brei rumreden, Cast. Ich weiß, dass der Mark Malefiz nicht tot ist. Schließlich könnte so eine Riesenhand nie alleine über Koi herrschen, egal wie groß sie ist. Barbarella hat das sicher schon die ganze Zeit gewusst, tief in ihrem Herzen. Sie wollte halt unbedingt einen Strich unter ihre schmerzliche Vergangenheit ziehen. Deswegen hat sie sich eingeredet, dass damit jetzt alles vorbei wäre. Das Problem ist nur, das ist wohl erst der Anfang. Der Krieg gegen die Monster wird höchstens noch härter werden. Also wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um deine Muskelmasse auf die nächste Stufe zu bringen. Ach komm schon, lach doch mal. Ich wollte dich doch nur aufziehen, damit du dich ein bisschen entspannst. Naja, jedenfalls kannst du das Lager ausbauen, wie du lustig bist. Mach diesen Ort größer und besser und feile dabei gleichzeitig auch an deinen Kräften als Erbauer. Oh, ich habe da einen kleinen Bauplan für dich. Natürlich musst du das Teil nicht unbedingt bauen, wenn du nicht willst, aber ich wette, die Jungs würden sich freuen. Stippes Blau Bauplan. Okay. Eine Theke. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er uns da jetzt für einen Bauplan gibt. Aber der wird doch faszinierend gut hier hinpassen, oder? Hier so. Kann das sein, dass das eine... Ja. Okay. Okay. Erde. Zellentür. Warum eine Zellentür? Okay, ja gut. Schwingtür. Laterne. Holzschemel. Truhe. Bier. Schlachtplatte. Okay, gut. Also erstmal Laterne und Erde und diesen ganzen Kram. Das übliche halt. Dann bauen wir mal sein komische Bar oder was auch immer das genau sein soll. Bauen wir ihn natürlich gerne. Wir sind da ja natürlich. Also wir sind ja so ein herzensguter Mensch. Er ist quasi schon eklig, wie herzensgut wir sind. Ey. Bauer, Bauer. So. Das müssen wir fertig haben. Das haben wir auch fertig. Eine Truhe, den Ziegelgrill und da hinten, das können wir ja alles hier hinten rausnehmen, oder? Klar, wir könnten natürlich noch einen bauen, aber ich glaube, den nehmen wir hier hinten raus, oder? Ist ein bisschen angenehmer. Zack. Leerer Raum. Dann können wir hier den Ziegelgrill reinsetzen. Eine Truhe kann ich bauen. Das ist ja gar kein Problem. Hier hatten die, glaube ich, eine Lampe drin. Was haben die denn hier gebaut? Eine Standuhr. Klar. Ich frage da gar nicht mehr. Die Handylampe. Aha. Nur eine? Ja, nur eine. Okay, ein Bierfass, diese Holzschemel, die Theke. Schwingtüren. Ich glaube, zwei Stück wollte der, ne? Oder? Nee, zwei Stück wäre ja idiotisch. Ein Bierfass wollte er. Wie viele Schemel waren das? Vier? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube vier, ja. So, hier kommt erstmal ganz kurz die Laterne rein, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So, eine Eisentür war da noch, eine Theke. Hier haben wir die Theke. Da hobeln wir uns erstmal einen ab. Da setze ich jetzt erstmal. Sind es vier? Ja, es sind vier. Sehr schön. Babsch. 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 Hat aber Stil, was er da haben will. Muss man ja mal sagen. So, eine Zellentür, eine Truhe und noch die Schlachtplatte. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Schlachtplatte machen, ehrlich gesagt. Okay, eine Truhe. Gucken, ob wir eine Truhe haben oder so. Irgendwo müssen wir ja vielleicht auch mal noch eine Truhe rumliegen haben. Oder eine Eisentür. Okay, eine Eisentür glaube ich nicht, dass wir die hier irgendwo rumliegen haben.
Bezweifle ich sehr stark. Na gut, eine Eisentür müssen wir hier garantiert einschmelzen. Eisentür. Ne? Nein? Hier? Hier die Eisentür? Nee, oder? Nein. Nö. Eisentür? Kriege ich jetzt so eine Zellentür hin, ohne die jetzt irgendwo zu klauen. Und die Schlachtplatte? Dummy, wie kriege ich jetzt die Schlachtplatte? Mann. Boah, wo kriege ich denn die Schlachtplatte her, da? Okay, wir brauchen eine Zellentür und eine Schlachtplatte. Aber wo auch immer ich diese Schlachtplatte herbekomme. So, das Erste, was wir jetzt erstmal ganz kurz machen, vielleicht kriegen wir sie ja von Ihnen oder so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist der große Zyklop da oder Gigant ja auch ein Koch oder ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal zu den Giganten hier, überreichen ihnen seine Pfannkuchen, damit er wieder glücklich ist. Ich meine, ich kann ihn ja verstehen. Also ich bin mit Pfannkuchen ja auch immer ziemlich glücklich. Oh Gott, ich habe so Bock. Oh, der sieht so sünde aus. Hey, kleiner Mann. Guck mal, ich habe Pfannkuchis. Yum, 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 yum. Was ist das für weiches und fluffiges Ding? Das bin ich. Pfannkuchen. Klingt lecker. Riecht lecker. Gib her, bitte, bitte. Yum, 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 yum. So weich, so fluffig. Mensch, so stark. Mensch, so nett. Gigant, gib dir das hier, mein Schatz. Alle meine Freunde machten lustig über mich, wenn ich trage. Gigant trägt Ring. Gigant sieht dämlich aus. Gigant sieht aus wie Mädchen-Gigant. Aber Gigant ist ein Mädchen-Gigant. Oh, ist das geil. Das ist einfach so geil. Tut mir leid, aber irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Möchtest du noch was, mein purzeliger Freund? Freundin? Gigant macht große Pfannkuchen, super fluffig. Macht Giganten super stark. Danke für Pfannkuchen, Mensch. Jetzt, du jetzt mein weicher und fluffiger Freund. Ach, schön. Ich liebe den einfach. Ja, lass mir hier Ruhe. Ich will jetzt eigentlich nicht kämpfen. Okay. Wir brauchen immer noch die Eisentür. Cool. Eine Eisentür weiß ich, dass wir die aus dem anderen Teleportal bekommen. Deswegen gehe ich da jetzt auch erstmal hin. Das ist der kürzeste Weg. Den klauen wir einfach aus den Zellen, die sie da haben, weißt du? Hier einfach. Da kriegen wir die Eisentür hin. Aber die Schlachtplatte. Ich würde ja gerne seinen komischen Raum bauen, was auch immer das... Ja, gut, wir können uns denken, was das wird, aber trotzdem. War ich eigentlich jemals schon mal rechts gewesen? Jetzt mal ernsthaft? Warum passt eigentlich der Gigant des, der Ring des Giganten auf, unseren Finger? Können wir das mal, können wir darüber mal reden? Da hinten waren wir noch nie gewesen, kann das sein? Ich entsinne mich nicht, dass wir da sowas, was da vorne auch immer ist, schon mal gesehen haben. Lass uns da mal hingehen. Wir ignorieren diese ganzen Scheißer hier. Weil wir wollen keinen Stress hier, Alter. Wir wollen keinen Stress. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste drauf. Ja. Da ist eine Kiste drauf. Bewegen uns mal langsam, aber schmerzhaft hin. Okay, wir können es kaputt machen. Ob ich es kaputt machen will, ist natürlich eine andere Frage, aber ich habe es eigentlich schon getan. Also hat sich die Frage eigentlich erübrigt.
Da ist eine Kiste, die will ich aufmachen. Wow, Holz. Toll. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Was soll ich denn hier? Warum ist es da? Das muss doch irgendetwas bringen hier. Ich habe ja schon in den Kommentaren von der Achterbahn gelesen, aber hier? Was ist denn das? Waren wir da schon mal? Ist mir ernsthaft, waren wir da schon mal links? Waren wir da schon mal links gewesen? Ich habe da natürlich wieder ja keine Ahnung von. Wunder, dass ich weiß, was ich hier überhaupt mache. Ja, ich gebe zu, ich weiß es nicht. Hackt ruhig drauf rum. Oh, da oben haben wir einen Eisenritter. So, waren wir da schon mal drin gewesen? Nee, glaube ich, waren wir noch gar nicht drin gewesen. Schön. Hallo. Hallo, Freunde. Wir kommen einfach mal von oben, ne? Ich hoffe, das ist euch angenehm. Ja, die Monster wurden besiegt. Schön. Oh, warum nicht? Vielleicht eine Schlachtplatte. Und Lebenssamen. Das ist sogar noch geiler. Das ist nice, ja. Da haben wir noch eine Höhle. Da schnuffeln wir mal kurz rein. Vielleicht finden wir wieder irgendwas. Nö. Ich sterbe. Nö. Okay, die Höhle hat hier nichts. Die hat hier nichts zu sagen. Die, aua. Ich hasse diese Steine. Sonst noch irgendwas, was wir von oben vielleicht noch nie gesehen haben? Das könnten wir eigentlich mal, da könnten wir eigentlich mal drin schlafen, da hinten, oder? Oh, eine Kiste. Nee, warte, von da kommen wir, oder? Nee, warte. Nee. Nee, die haben wir auf. Die scheinen wir schon mal geöffnet zu haben. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir sowas schon mal gemacht hatten. Deswegen war ich ja gerade ganz verwundert, dass trotzdem noch welche auftauchten. Boah, ich glaube, das war damals. Also wirklich damals. Wo war denn jetzt dieses eine Schlafhaus, was ich gesehen hatte? Keine Ahnung. Da waren wir aber auch garantiert schon mal in dieser Höhle. Ah! Waren wir garantiert auch schon mal in dieser Höhle gewesen. Wir laufen jetzt hier einfach mal nachts rum. Das ist ja auch nicht das Problem. Bevor wir jetzt zurückgehen und irgendwie schlafen oder so. Ist ja furchtbar. Schlafen. Als ob wir jetzt schlafen gehen. Hier war aber auch irgendwo, hatte ich doch... Keine Ahnung. So ein paar Hämmerlinge, aber... Da hinten haben wir noch ein Haus. Da hinten haben wir ein Häuschen. Ich glaube, das hatte ich gesehen. Das sieht sogar noch nach einem richtigen Haus aus. Ja, schön. Waren wir hier denn schon mal gewesen? Hier ein richtiges Haus? Richtiges Haus findest du ja auch nicht immer überall. Wir müssen uns mal echt angewöhnen, eigentlich das am Ende zu machen, oder? Ist das denn da Wasser? Wasser? Hier? In your face, Alter. Bam. Warum ist hier Wasser? Das ist schon wieder so mit. War das hier früher eine Achterbahnstadt gewesen oder was? Können wir da rein? Ah! Ja. Ich brauche einen Eimer. Warte, da vorne ist ein. Da vorne ist eine Aufgabe. Eine fucking Aufgabe. Ja, zumindest ist es ein Schild. Hello. Is it me? Füllst du die Lücken für die der Lorefahrt, öffnet sich die Truhe, die verschlossen ward. Okay. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Zack. Nee, sollte eigentlich nicht das Problem sein. Okay.
das kriegen wir wohl hin. Brauchen dafür nur... Mein das. Ah, Randale. Oh. Ah, okay, gut. Nein, falsche Taste. Idiot. Idiot da. Okay. Da vorne haben wir aber ein gerades Stück. Hier oben brauchen wir noch ein gerades Stück. Was haben wir denn überhaupt? Wir hatten noch schon ein paar hergestellt oder gefunden. Hier. Oh, das ist kein Schrägstück. Oh. Na gut. Okay. Case öffnet die Schatztruhe. So ein Glück. Er findet den Bauplan für die Achterbahn. Klar, warum nicht? Wir bauen eine Achterbahn. Logisch. Alles andere wäre ja auch irgendwie Quatsch, oder? Alles andere wäre Quatsch. Würde ich mal so sagen, wenn wir jetzt hier keine Achterbahn bauen würden, wäre das doch schon ein bisschen albern, oder? Keine Achterbahn. Wie kann man nur? Aber gut. Da vorne haben wir noch etwas. Oh Gott, habe ich hier so viel übersehen? Bin ich wirklich so doof? Haben wir auf jeden Fall noch irgendwas? Was weiß ich noch nicht. Hihi, oh. Hallöchen. Hallo. Diese Dame sieht lecker aus. Ich werde sie verschlingen. Da ist eine Dame drin? Ich lass mich auch mal. Hallöchen. Hey, Baby. Na, was geht? Welch Strolch erdreistet sich dazu, eine Dame beim Bad zu stören? Ich habe gespürt, dass mich jemand beobachtet. Und nun scheint der Schuldige entlarvt zu sein. Verschwinde, du böser Schurke. Hinfort mit dir. Kann ich den da hinten jetzt auf die Fresse hauen? Nee. Ah, diese Dame ist leck. Ach, das ist Metallschleim. Hey. Hä? Wo ist die Dame hin? Ich so hungrig. Wie bitte? Du warst es mitnichten, der im Hinterhalt lauerte, sondern vielmehr ein schändlicher und widerwärtiger Troll? Fürwahr. Es ist merkwürdig, dass diese Scheusale nicht angegriffen hat. Womöglich handelt es sich um einen anständigen Troll, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Damen vor Schaden zu bewahren? Obschon ich nicht weiß, wodurch ein Geist wie ich überhaupt zu Schaden kommen könnte. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, Fremder. Als Belohnung für deine Dienste möchte ich dich mit einem Diskurs über die lange und reiche Geschichte der Bäder von Alfgard ergötzen. Wahnsinn. Wow, wirklich. Stehst halbnackt vor mir, aber willst mir eine Geschichte erzählen? Ja, klar, warum nicht? Mein Gott. Ja, spannend. Na, ist das nicht ein faszinierendes Thema? Sprudelst du nicht über vor Ideen zur möglichen Methode, mit denen sich deine eigene Badstube verbessern ließ? Ein wilden Wasserspeier. Oh, cool. Oh, damit, das müssen wir jetzt aber mal machen. Ein wilden Wasserspeier. Oh, der Troll ist auch weg. Der können wir auch wieder... Können wir auch... Oh, da ist sie. Oh, ich meine, wir können auch einfach so gucken, aber... Ich hab das mal für den Troll wieder aufgemacht. Ich bin da nicht so, weißt du? So, hier sind Metallschleimer, habe ich gesehen. Da hinten zum Beispiel. Entschuldigung, ich wollte dich nicht angreifen. Hey. Hey, Metalli. Kommst du her? Ich weiß, wo du wohnst. Also glaube ich. Nee, jetzt bist du weg. Okay, ich weiß doch nicht, wo du wohnst. Ich kann es mir aber auch... Nein, ich kann es mir auch nicht denken. Wir waren hier hinten noch nie gewesen. Okay, den Wasserspeier, der interessiert mich jetzt aber.
Den müssen wir gleich erstmal bauen. Zudem interessiert mich auch... Haben wir einen Eimer? Ich weiß nicht, was hier für Wasser drin ist. Nein, bleib hier! Ah! Geh weg! Nein, nicht du! Ah! Nein!